Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Minecraft. Gott, habe ich lange kein Minecraft mehr gespielt. Wie geht das Spiel? Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss hier eine super wichtige Hauptmission-Story erledigen. Das ist ein FPS-Spiel. Und dann ist alles toll. Nein, mal im Ernst, also wir haben ja wirklich lange nicht mehr gespielt, also ich zumindest nicht. Hier ist ein Schwein ist in der Hütte. Ja, das Schwein ist nichts Neues. Die Saudi. Ja. Ein Schwein in der Hütte. So, und pünktlich übrigens zu Beginn der Aufnahme geht mein Headset leer. Yay. Also gucken wir uns zusammen diese wunderschöne Holzwand hier kurz an. Und irgendwas steht auf dem Kabel drauf, ne, ganz großartig. Hallo, ich bin der Balas. Ich bin bei einer Holzwand in der Nähe. Da halt euch lang. So, komm hier jetzt da rein, du USB-Stecker. So, okay. Jetzt nervt mein Headset auch nicht mehr rum. Gern geschehen, dass ich die Zeit überbrückt habe. Ja, mit so intelligenten Fachgesprächen und. Ich töte jetzt gerade Schweine hier. Du scheiß Schwein, du hast hier nichts zu suchen. So. So, ich bin jetzt einfach mal aufs Dach gestiegen und stelle jetzt gerade fest, dass ich viel zu wenig Treppen dabei habe, um das Dach fertigzustellen. Also wieder runter. Skill, Bro, Skill. Hier irgendwo stand aber meine Workbench, glaube ich. Da. Banshee! Nein, hallo, es gibt nur eine Banshee. Banshee, die, keine Ahnung, da. Die keine Ahnung, da. Aha. Wärst jetzt nicht drauf gekommen, ne? Ja, ich bin stolz auf dich. Das wollte ich hören. Total, habe ich das schon mal erwähnt, wie stolz ich auf dich bin. Also praktisch auf einer Skala von 1 bis 10 gar nicht. Oh Mann. Mann, oh. Voll gemein, oh. Da suche ich der Balas. Ich hasse dich. Södele. Lass uns den Balas erprügeln. Yay. Ja, der Balas ist gerade unterwegs, um was zu holen. Er ist gegangen, um was zu holen. Was willst du denn holen? Das sage ich dir nicht. Das ist ein Geheimnis. Doch nicht etwa die Diabolen. Gott. Entschuldigung. Nein, eigentlich nicht. Würde ich sagen muss, ich finde Dieter Bohlen ja total cool. Ja? Magst du ihn? Ja, ich finde, der ist total klasse. Warum? Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach von der Art her sympathisch. Achso. Ich mag dem seine Art. Und da kann man drüber sagen, was man will, so von wegen hier. Hier, sag mal, DSDS ist scheiße, ist es auch. Ist korrekt. Aber Dieter Bohlen ist einfach cool. Der bringt da so ein bisschen Farbe in die Sendung rein. Ich dachte, das macht... Nein, das sage ich jetzt nicht. nein, das macht nicht böse. Oh, der war böse. Das kam von dir eigentlich. Du hast mich nur gezwungen, es auszusprechen. Ja, der war nicht ganz so politisch korrekt. Warum? Er repräsentiert da irgendwie so ein bisschen die Schwulenfraktion. Wobei, ist er denn überhaupt schwul? Das ist... Weiß ich nicht, aber er wirkt so. Und er macht Modezeugs. Ja, das heißt ja nix, ne? Also... Ja, Friseur ist auch alles schwul. Ach so? Ja, alle komplett. Falls einer von euch Friseur ist, tut mir leid. Auch wenn ihr eine Freundin habt oder verheiratet seid, glücklich mit 20 Kindern und einem Fernseher, der aber immer kaputt ist, deswegen 20 Kinder. Tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, ihr seid schwul. Ja. Du stehst auf Klischees, willst du mir damit sagen, ja? Was für Klischees? Das ist kein Klischee, das ist eine Tatsache. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Leider nein. Kannst du mal grüne Wolle mitbringen? Da habe ich gerade welche geholt. Ah, ja. Das war das, was ich holen wollte. Aha. Du weißt, was ich tun wollte. Weil er wollte es auch gerade bauen. Nein, ich bin ja noch an meinem Lieblingsdach dabei. Aber warum sollte ich denn die grüne Wolle holen? Weil mir gerade so in den Sinn kam, dass wir das Teil da mal hinbasteln können. Bastel, ja. Bastel. Ey, Bastel, ne? Ja, Bastel. Jutten Dach, ich bin der Bastel. Und ich bastel jetzt hier mal was hin. Ja, bastel mal. Ich bin übrigens mal gespannt, wie lange jetzt der Upload dauern wird. Also, als ich diese Internetprobleme hatte, brauchte mal ein Video von mir eine Uploadzeit von 1000 plus Minuten. Das ist ja fast eine Stunde. Und da dachte ich mir so, ja, ich habe zwar ein bisschen Zeit, aber keine 1000 plus Minuten.
Moment. Nein, oh Gott, pass auf. Boah. Das tat in den Ohren weh. Sorry, es gab eine Explosion im Reaktorkern Nummer 2. In der Nummer 2? Ja, ich hab im Augenblick ein bisschen die Rüsselseuche, muss ich auch sagen. Boah, ist ja voll eklig. Ja, und ich habe keine Taschentücher mehr im Haus, die habe ich leer gemacht vorhin. Deswegen hast du dir jetzt einen langärmeligen Pullover angezogen. Genau, ganz genau. was? Warum soll ich einen langärmeligen Pullover anziehen? Oh, warum glänzt der Ärmel denn so? Warum ist der so hart? Genau darum. So, das ist so hier. So, das ist so hier? Ja, das sieht doch schon mal ziemlich klasse aus hier. Ja, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe dazu. Neun, Mutti, die Treppen reichen nicht. Mutti! So, wo ist jetzt hier? Ja, scheiß drauf. Drecksbalk. Pam. Boah, wie viel brauche ich denn da, hey? Ich weiß nicht. Achso, wobei, das Ding kann ich eigentlich mal abreißen, oder? Oder? Weiß nicht. Nee, ich lass das mal vorsichtshalber noch dran. Lass das da. Ey, komm bitte. Nicht einfach abreißen. Für den Fall der Fälle, dass wir das Dach noch ein bisschen tiefer setzen wollen, lass ich das einfach noch dran. Ja. Jo, tu das. Lass das dran. Ja, Geronimo. Scheiße. Ich höre da Türen. Das waren keine Türen. Oh nein, es steht gleich da. Man kann es schon angedeutet sehen. Ja, mir hat Holz gefehlt. Scheiße, da sind ja noch Treppen. Verdammt. Ich gebe mal Waldroden. Brandrodung, ne? Hast du mal Feuer da? Nein. Dann bleibt auch kein Holz übrig, du Idiot. Zufälligerweise nicht. Nein, ich gebe dir sowieso kein Feuer mehr. Das Thema ist vorbei. Warum? Hast du mal Feuer? Entschuldigung. Nein, habe ich nicht. Nicht für dich. Ich würde gerne mal eine rauchen, ne? Würdest du gerne mal machen? Jo. Weiß, der Rauchen tötet. Der wäre voll, voll schnieke. Ja, ist mir egal. Kann ich mit leben. Achso. Verstehst du? Kann ich mit leben. Moment, da muss ich jetzt erstmal ein paar Minuten drüber sinnieren. Das ist der Wahnsinn, wa? Das ist ja super. Super. Da freu ich mir. Ein Ast? Nee, ein zweites Arschloch. Zweites Arschloch? Was wissen wir mit zwei Arschlöchern? Das ist ja doof. Naja, geht schneller auf Klo dann. Weißt du? Nee. Weißt du, mein Freund? Nee, weiß ich nicht. Boah, ist das dunkel. Mach mal ein Licht an. So, da zeige ich noch gar nicht mal so viel, was Balas da macht. Balas macht gerade Licht. Und er hat nicht genug Licht dabei. Nein. Nee, das machen wir keine. Zwei Stufen tiefer, also kann ich das doch abreißen. Hat er denn eine Schaufel? Natürlich hat er keine Schaufel. Na dann. So. Dann kommt eben die Hand zum Einsatz. Hua! Ist mir egal. Was? Chicka-chan. Chicka-chan. Was? Wer jetzt? Du oder ich? Nö, ich glaube du. Es fährt von hinten als höher eigentlich. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich glaube, nachts ist es auch dunkler als draußen. Nachts ist kälter als draußen. Als kälter als draußen, war sowas. Mensch, Junge. Ich kann mir so ein Schwachsinn immer nicht merken. Was soll nur aus dir werden? Jemand, der sich keinen Schwachsinn merken kann. Zum Beispiel, ja. Das ist richtig, korrekt. Das ist Wahnsinn. Vielleicht auch das, ja, das kann auch sein. Das ist alles im Bereich des Möglichen, ja. Warum fallen aus solchen Bäumen Birkensetzdinge raus? Das ist unlogisch. Das weiß nur der Teufel. Nö, das weiß ich auch nicht. Ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? Du hast aber einen teuflisch guten Akzent. Ja, klar. So, dann, Was machst du da unten eigentlich? Ich schwimme hier ein bisschen im Wasser. Ich überlege gerade, wo ich hier die Bäume setzen kann. Ich sehe nichts, es ist dunkel, ich bin nachtblind. Wolltest du nicht Tag machen? Nö. Hattest du nicht gesagt, ich mach mal Licht? Ja. Hast aber nicht. Ich habe auch Licht gemacht. Geronimo! Aua.
So. Schwein, 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 Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich bin ein Schwein, oink, oink. Das war aber nicht gepfiffen. Das war aber gar nicht gepfiffen. Oh, ich hab euch nur verarscht. Oh. Wäre noch schöner, wenn ihr das Schwein pfeift. So. Guckst du Dach gleich fertig? Guck ich Dach gleich fertig? Dach ist fertig geguckt, hast du gut gemacht. Dach gleich fertig, juhu. So. Nie wieder Dach bauen. Nie wieder. Bis zum nächsten Haus. Genau. Was bauen wir dann als nächstes? Dach. Einfach so irgendwo in die Prärie ein Dach. Einfach ein Dach. Wir bauen eine Pyramide. Es ist quasi ein großes Dach. Die Vorstellung. Wir bauen ein großes Dach. Was? Wie eine Pyramide. Nein, wir wollten ja noch. Wir haben ja immer noch so viel zu tun hier. Also ich erinnere mich da an eine Kapelle, die wir noch bauen wollten. An eine unausgebaute Bibliothek. An viele unausgebaute Keller. Zum Beispiel im Gasthaus. In der Bibliothek. Nee, da haben wir gar keinen Keller. Ja, aber die Bibliothek ist irgendwie so eine Kellerbibliothek, so eine Bergkathedralenbibliothek. Dingens. Mit Klo mit Einbau- und Einbauküche. Nein! Aua. 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 Jetzt bist du auf dem Balkon gelandet. Das hätte schlimmer kommen können. Ich hätte mir die Beine brechen können. Du hättest wäre ich kein Abenteurer mehr. Du hättest in die Klärgrube fallen können. Das wäre schlimm gewesen. Ja. Haben wir eine Klärgrube? Wir brauchen eine Klärgrube. Wir brauchen eine Klärgrube, wo so braunes, brackiges Wasser drin schwimmt. Das wäre geil. Obwohl, eigentlich wäre es nicht so geil, aber... Nee, eigentlich nicht, aber naja, es wäre... Ja, aber sowas braucht man ja. Scheiße Grube. Da muss ich immer an die Simpsons denken, bei dem Kacke-Silo beim Film. Wollt er das nicht entsorgen dann oder so und dann ins Wasser kippen einfach? Ja, hol mal, der Silo ist ja schon wieder voll. Es ist nicht voll, es läuft über. Oh, das klingt logisch. Das fand ich einfach so schön. Es ist nicht voll, es läuft über. Ich weiß es gar nicht mehr. Ey, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ey. Ich muss den Film eigentlich auch unbedingt mal wieder gucken. Also, ich habe den damals, als er rausgekommen ist, irgendwie so, glaube ich, gefühlte 5-mal hintereinander geguckt. Da war er irgendwann langweilig, aber ich glaube, jetzt wäre er wieder lustig. So nach so einer gewissen Zeit, die man dann mal vergehen lässt. Oh Gott. Ich komme nicht drüber weg, ey. Es ist nicht voll, es läuft über. Vor allem, ich stelle mir das halt so vor, so Homer mit so einem absolut glücklichen, selbstzufriedenen Ausdruck im Gesicht, ne? So, jawoll, ich hab es, ich bin es so. Weißt du, was ich gerade gebaut habe? Eine Workbench, wui. Ja, eben, noch eine. Ja, da gibt's noch eine schöne Situation. Und zwar, also in der gleichen Szene übrigens auch. Also deswegen kann man sich da besonders gut wegschmeißen. Meinte Marge stand zu ihm so sinngemäß von wegen, und das soll das Schwein in einer Woche voll gemacht haben? Dann meinte Homer zu ihr so von wegen, ja, nee, ich hab ein bisschen geholfen. Auch einfach toll. Das ist Homer, ne? Ja, aber ich mag den Humor von Homer total. Also, beziehungsweise... Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt Humor, es ist eine Dummheit. Das ist Homer, das ist der typische Amerikaner halt. Ja. Also, der Klischee-Amerikaner. Wir wollen jetzt hier keinem Amerikaner auf die Füße treten, aber naja, ihr wisst ja Bescheid. Ihr wisst ja, was man über euch so sagt. Deppen. Was? So. Amerikaner Flame, check. Check, jawohl. Was haben wir noch so auf der Liste? Ich weiß nicht. Irgendwas über Tiere. Alle stehen auf irgendwas mit Tieren. Jeder braucht Tiere, meinst du? Ja, ja. Zum Essen, zum Tier, das ist immer gut. Nein, sonst ist ja eine vegetarische Ernährung. So, was? So, wie viel habe ich da jetzt freigelassen? Ah, kann man vielleicht. Geht so, das machen wir das. So wie ich. Oh. Beide irgendwo am Abmessen, ne? Das hört man kaum raus. Nee, ich bin nicht am Abmessen, ich probiere gerade was, aber es geht leider nicht so, wie ich mir das vorstelle, merke ich. Sehr schade. Na gut, dann nicht. Ich hatte irgendwo eine Tür da.
So. Lieber dahin? Nee, ich glaube nicht. Lieber eher nach außen. Lass mal so. Nein, nicht so weit nach außen, scheiße. So, dahin. Genau.